Ja, komm, Bullshit. Muss ich mir gleich nur noch ein paar neue Waffen suchen. Oh, guck mal hier. Da haben wir doch schon eine. Ja, da, Fettsack. Warum denn in dein Auto? Welches? Von der Taxi? Taxi? Ne, Moment. Ach, da hinten der Taxi. Weißt du, er fährt noch? Ja. Bam. Das fährt nicht mehr. Hier, der fährt noch. Der fährt noch? Ja. Wie kommt der denn her? Alles klar. Ich weiß ja gerade nicht, wo wir lang müssen. Ja, das sieht gut aus. Die nächste Möglichkeit links. Ja. Oh, hier also. Kannst du hier links? Da können wir den Spaselacken hier, den wir mit uns schleppen, da auch beim Safe House lassen. Und ich kann mir noch ein paar neue Waffen holen. Verdammt, das ist ja die Seite. Ja. Ja, da können wir mit dem mal hinlaufen. Nehmen wir noch eine geile Axt mit. Hast du Töne? Ja, der hier. Ich hab auch eine gute Idee. Bam. Can you feel it? Komm los. Leute, hier sind ja gar keine. Letztes Mal waren ja voll die mega vielen Zombies. Ja, so da hochgehen. Ja, das stimmt. So, gesaved aus. Komm, hier Bronze will ich aber. Für Mackie Messer. Ja, das ist wirklich noch. Nein, gib mir meinen Teddy wieder. Ja. Aber reparieren kann man Sachen nicht, ne? Muss ich nicht wissen. Ja, weil dann lasse ich die hier fallen. Zack. Ah, immerhin 5000, das ist halt nix. Was haben wir denn da Schönes? Also die fand ich irgendwie geiler. So. Alles klar, ich bin wieder bewaffnet. Judy! Mit meinem geilen Schnäuzer. Oder ist er fast im Arsch? Er ist fast leer. Und so. Er hat noch 52 Schuss. Oh, wobei. Haben oder nicht haben. Wenn du gerade so nichts anderes dabei hast. Ja, eben. So, ja, jetzt brauchen wir eigentlich was zu fahren. Ich denke mal, wir müssen unter der Brücke da durchfahren, ne? Ja, glaube ich auch. So, hier. Komm, das Ding mit. Fehlt hier noch was? Da unten der sieht doch gut aus. Der Wagen, den können wir. Aua. Oh. Oh Leute, Feuerwelle. Der Wagen brennt. Weg. Der ist vor mir gelandet. Ja, dann, sind wir quasi hier links und dann da hinten unter der Brücke. Alter, was da unter der Brücke rumrennt, ist ja nicht mehr feierlich. Ah, hier fährt auch nichts mehr. Egal, nicht. Alter, what the fuck, wie viele das sind. Ja, sollen wir uns jetzt durchschnetzeln? Ja, wir müssen hier quasi lang. Na dann, Aufi. Aufi! Bam! Moment.
Und wo lang müssen wir? Also hier rechts abbiegen quasi. Ja. Er kann echt nur empfehlen, die Moves zu machen, so oft es geht, wa? Alter. Ich hab gerade so eine Bienenkönigin gefunden. Weil die bringt jedes Mal, wenn ihr Move macht, und der bringt mittlerweile 3000 Punkte. Echt? Okay, so lange schnetze ich meistens gar nicht. Was hat er nur mit X hier oder was? Also mit. Nee, mit Y. Okay. Oh, damn. Da, der Taxi, da musst du doch noch fahren. Ich weiß natürlich mal wieder voll nicht, wo wir lang müssen. Ja, genau, die Straße runter. Jetzt aber einfach geradeaus durch. Ja. Bis zum bitteren Ende. Hier ist bestimmt wieder einer, der Ruf schreit oder so. Machen wir richtig, weißt du, die rennen nicht hinterher und so ein Scheiße. Aber oh, wir haben 4 Uhr morgens. Ja, los. Oh, jetzt auch gerade nicht das Herz, dass wir kurz fliegen können. Ja, das wäre gut. Dann haben wir hier unten nämlich eins. Dann kannst du jetzt nicht kommen. Auf dem Weg. Oh, hier ist ein Klamottenladen. Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Ach, das passt mir doch alles nicht. Dafür bin ich viel zu dick. Okay. Mist. Was? Nicht rein? Oh, hier sind 2 Waffenpläne. Du bist wahrscheinlich auch wieder. Das ist da oben. Au, oh, 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 oh. Scheiße. Müssen wir auf das Haus drauf? Kommen wir denn hier drin irgendwie da hoch? Wir müssen irgendwie auf das Haus, weil der Eingang war da oben. Alter. Abgeschlossen! Lauf einmal rum. Warme Winterjacke, ach so ein Scheiß. Ja, hier auch nicht. Weil den Eingang kann man ja quasi sehen von hier aus. What the fuck, Alter. Und ganz außen rum geht auch nicht. Ja, da zumindest nicht. Ich würde jetzt mal quasi andersrum laufen, weißt du? Mit Haus rum. Also mit Klamottenladen. Oh, hallo Freunde. Zumindest schon mal oben drauf. Ja, ich bin oben drauf. Du musst über den LKW hier laufen. Achso, ja, Moment. Auf welcher, auf der Vorderseite, da wo du. Ja, ja, da wo wir ganz am Anfang waren. Oh, Scheiße. Nein! Ich hab den Fußball weggeschossen. Meine Axt ist gleich schon wieder im Arsch, ihr Wichser. Helm tragen! Hallo, du bist jetzt von der anderen Seite. Alles klar. Ich bin der Schöne.
Akku, der oben drauf ist. Elektrostab. Nice. Für noch mehr echte Gefühle. Oh, oh. Wieso kriechen die denn alle? Ich habe gespannt, dass ich die Antwort kann. Noch so ein Kriecher. Leck mich. Komm her. Ah, ich habe ja auch noch Frank gefunden. Tolle Waffe. Ah, nice! Nee, noch nicht ganz. Ich höre hier irgendwo noch was. Ah, hier. Lol. Erstmal ein Stück Wasser. Aua. Alter. Ja. Oh, ich hab auch noch so einen Punkt gekriegt. Hui, müssen doch noch Viecher sein. Oh, guck mal, da ist noch so eine Statue. Krass, wie weit man hier oben rumlaufen kann. Cool, ich hab schon wieder so einen Attributspunkt. Komm da rein. Das hier zählt aber niemals mehr noch zu dem Safehouse. Da muss doch irgendwas drin sein. Ja, sollen wir uns bei der Bauernhof untersuchen? Oh lol, der Safehouse ist ja schon clear. Sag mir das doch. Ja, ja klar! wir kommen ja ein bisschen da runter. Ach komm, Geronimo. Wir sind eh schon. Alter. Bam, Junge! Bro, du kannst schießen mit dem Ding? Ein Klapschen. Haha. Was ist denn hier für ein Laden? Oh, guck mal, hier links. Wieder ein Bauplan und. Und so eine Statue und noch irgendwas. Da rein. Ach so, weil. Lol, ich kann damit tatsächlich schießen. Ja, du schießt ja schon die ganze Zeit damit. Ne, pass auf, ich kann so auf so zielen dann so. Ja, ja. Ich dachte, das passt doch schön. Dann darf ich nicht. Ja, ist das schon wieder hier auf der Hütte drauf, oder was? Ja, okay. Aber hier vor der Hütte ist natürlich dann direkt. Hallo Freunde, was macht ihr denn hier? Müssen wir wahrscheinlich hier über den Zug drüber. Ja, stimmt. Nur auf den. Oh, oh. Ah, ich hab nichts zu schießen, Scheiße. Mach mal kurz einen Abgang. Mein Gott. Wie komme ich denn. Durch. Wie komme ich geiles Stück denn jetzt da oben drauf? Da muss ich hier oben drauf noch rüber jumpen. Da fahr einmal drum. Irgendwie habe ich noch keinen Punkt gefunden, da auch zu. Oh, Kuchen! Oh Gott, Feuerwehr. Nee, irgendwie nicht. Jetzt gehen wir mal in den Schnitzelmodus hier.
Bam, 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 bam. Geil! Hier ist so ein Trash-Bin. Hier, du machst mal das. Wieso hab ich denn eine Schere in der Hand? Kann ich die Dinger nicht schieben? Hä, ich dachte mir, die kann man schieben. Verdammt. Ach, Kacke! Au! Piss dich mal, du Fotze. Kann man da vielleicht aus dem Zug rein? Also. Ja, dann, also, du kannst dann in das Fenster springen, wo du eben nicht reingekommen bist, quasi. Was ist das, so ein Müllwagen? Kommt man hier hoch? Ja. Was hat Zombie? Oh, mein Gott. Hallo! Warte mal, wie sieht das aus, wenn wir hier so ein Auto schnappen und da hinstellen? Nicht schon wieder! Ich bin Level 15 geworden. What the fuck, was ging jetzt gerade ab? What the fuck? Ich bin gerade mal Level 15. Bin ich gerade mit dem Auto? Nee, irgendwie noch nicht. Dadurch kommst du auch nicht auf das Dach drauf. Ja, sonst sollen wir erst den Bauernhof machen. Ja. Bist du da? Ting! Lol. Ich find's so geil, wenn er die teilt, ey. Auf zum Bauernhof! Aber da müssen wir in die andere Richtung. Ich glaube, wir noch. Ja. Was? Bei mir sind da noch 217 Meter. Ach, die Nebenmission, ja, stimmt. Ja, ich hab's vergessen. Wer ist die Nebenmission? Ich hab den Bauernhof für die Hauptmission. Alter, leck mich am Arsch. Wann gibt es denn nochmal den nächsten Move? Okay, also wenn du diese komischen, die YB-Attacken in a row machst, ja, dann kriegst du noch 2000 Punkte mehr. Also nochmal oben drauf. Ja, ja, also die geben mehr Erfahrungspunkte. Ich verstehe nur nicht, wieso die bei dir 2000 geben, wenn die mir gerade nur so zulag. Oder du schlachtest halt die ganze Zeit ewig viele. Nee, der erste gibt nur so wenig. Umso länger, also umso öfter du innerhalb einer Reihe die machst, umso mehr gibt's auch. Jetzt bin ich auf dem Dach. Da bin ich das Kenny jetzt. LOL! Die Karte wurde zurückgesetzt, ich komme. Ach
Achso, du kannst sie übermachen, Leute. Nee, das wusste ich nicht. Ganz ruhig, Kumpel. Beruhig dich. Ich zeig dir ein paar Tricks, wie du Zombies töten kannst. Man kann die Zombies besiegen, ja klar. Dann zeig mal, wie du die Biester ohne Waffe erledigst, Schlaumeier. Okay, okay. Puh. Okay, fünfmal um die Waffe im Spezialmove töten. Alles klar. Ein Stück? Okay. Ja, das ist wieder so, ne? Ja. Hey, hey, Jungs! Hey! Zombies, die vom Himmel regnen! Das war knapp, oh mein Gott! So, siehst du? Wie ich gesagt habe, wie heißt du? Ich bin Nick. Das war der Hammer! Ich kämpfe aber nur im Rollenspielen gut. Kenny, mein Name. Man kann nicht nur mit den Händen kämpfen. Mit einer Waffe geht's besser. Oder du kombinierst gleich mehrere. Wirklich? Zeig's mir! Zeig's mir! Zeig's mir! Waffe in Kennys Nähe erstellen. Haben wir denn hier Zutaten dafür? Was haben wir denn hier? Eimer, Helm? Nee, nicht. Ah, hier. Ja. Brauchst du sowieso mal wieder eine Waffe. Das ist echt ganz gut, dass wir sowas machen müssen. Ich weiß gar nicht, wieso der immer so lange hält. Achso, ich skill nur zwei Sachen zu, die ganze Zeit schon, seitdem wir spielen. Was gibt's dir denn? Nahkampf und was noch? Nahkampf und Intelligenz. Ah, okay. Ich dachte mir, mehr Erfahrungspunkte ist gerade am Anfang besser. Aber hier kriegen wir irgendwie nichts draus. Und haben wir eine Batterie. Ich helfe, Leute. Ich brauche, also theoretisch brauchen wir sogar so nur zwei Äxte oder so. Ja, perfekt. Ja, ich hab was. Was? Was brauchst du? Elektrohammer. Okay. Uiuiui, mir geht's gerade irgendwie nicht so gut. Boden jetzt fressen. So, oh yeah. Zombies töten für Anfänger. Wow, wow, wow. Alter, du bist der Ich töte Zombies zum Frühstück und anschließend noch ein paar zum Mittagessen, Superheld. Alter, wie der aussieht, das geht gar nicht. Ich will nicht rausgehen, dann nehme ich daran. Nicht so hart mit dir. Arbeite an den Moves, die ich dir gezeigt habe, dann schaffst du es schon. Ja, ja, ich spüre es. Was für eine Superkraft. Ich, Kenny Dermott, Beschützer der Unschuldigen, Schlechter der Untoten. Das Unrecht bekämpfen und niemals aufgeben. Ich werde genauso sein wie du. Danke für die Hilfe. Ich werde unzählige Leute retten. Ja, das will ich sehen. Ich hab dir einen Elektrokascher da hingelegt. Und das. Kenny Dermott, beschütze die Unschuldigen. Töte die Untoten. Sehr gut. Was sagst du? Ab Richtung Missionspunkt? Ja, wir haben ja keine Nebenmission mehr. Wir können, ja. Und wie ich dahin vielleicht noch die Waffenbaupläne mitnehmen und. Oh, direkt hier ist auch ein Waffenbaustandard. Was ist denn hier? Ich weiß gar nicht, wie kriegt man denn diese Kisten auf, die hier überall rumstehen? Das weiß ich auch noch nicht. Ah, und da ist wieder so eine Scheiß. Da kann ich wohl nichts umwerfen, ne? Ich hab dir eine Schere in den Körper geworfen, die ist stecken geblieben. Wie geil ist das denn? Mann, ich bin
hier gerade noch in dem Ding drin, in der Werkstatt, weil hier oben ja. Sachen noch waren. Verschlossen. Ich hatte. Die Tür ist zu, oder was? Ja. Ich hab eine Batterie. Da. Oh mein, nice, ey. Oh, Kaffeesahne. Was hast du denn von mir? Abgefahren. Ja. Du musst mal weiter. Jo. In den anderen Raum kommen wir leider noch nicht rein. Da ist noch Lichter. Alter. Okay, krass, dass du die kriegst irgendwie direkt mehr Erfahrung, weil du halt direkt so viele Leute damit tötest, dass du fast direkt schon die Kombo hast. Ja, genau, wenn du den Boden haust. Ja, eben. Dann machst du ja alles im Grundblatt. Das ist ja nice. Wir bringen gute Erfahrung. Ah, hier ist es. Oh Mann! Ja, ich komme. Okay, Alter, wie viel Erfahrung du mit dem Ding machst, der Wahnsinn. Ich bin schon mal zusammengepasst. Dann müsst ihr dir aber jetzt mal aushalten, weil auch mega viel Erfahrung. Ja, eben, das ist voll geil. Okay, stopp. Durch die Gasse hier, oder was? Ja, genau. Ja, die blinkt auch schon wieder rot, ich muss echt mehr Nahkampf skillen. Aber das muss ich jetzt sowieso machen, weil Leben haben wir irgendwie noch nicht so krass verloren. Inventar habe ich jetzt mehr als genug. Ich habe Inventar nur einmal bis jetzt gemacht. Das reicht auch. Was ist... Nick? Baby! Oh Gott, du lebst! Du hast Zombrex! Ich schaff das, keine Sorge. Gott sei Dank, Baby. Wir brauchen Hilfe. Ein Fehlschlag. Sie braucht mich. Ich habe die Jungs enttäuscht. Desertiert, Mann! Yeah! Weißt du, was die mit Verrätern machen? Nein, Mann. Was? Oh, Mann! Halt's Maul. Er ist ein alter Freund. Wir waren zusammen im Kinderheim. Das ist schräg. Ihr habt fast dasselbe Tattoo. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wir hatten es schon immer. Hast du meins gesehen? Oh ja. Man muss es reparieren. Vielleicht fehlen ein paar Teile. Richtig? Zum Teufel, wo finden wir Benzin? Tja, eigentlich... Gibt's eine Spur? Vielleicht. Ja, da war so ein Kerl. Er sucht nach Annie, glaube ich. Er gibt mir Benzin, wenn ich sie ihm bringe. Ha! Das ist doch toll. Eine Win-Win-Situation. Außerdem hat es diese Kleine echt nicht anders verdient. Ja, aber... Hör zu. Ja, aber... Ein paar Verstecke. In der ganzen Stadt. Ein großes davon soll wohl in Sunset Hills sein. Achte auf dieses Graffiti. Das zeigt, die Gegend stimmt. Ein Zeichen, dass das eine sichere Zone ist. Such einfach weiter. So findest du sie bestimmt. Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor. Ich weiß, sie ist echt süß und so. Aber unsere Ärsche zu retten ist wichtiger, als sie flach zu legen. Ich suche sie. Das sehe ich aber anders. Ey, da hinten ist noch so ein trauriges Ereignis. Lol. Springfleisch. Was brauchst du denn für den geilen Hammer alles? Nur ein Forscherkammer und Batterie. Echt? Nice. Ein Sack! Wie wenig Zeug die in der Garage haben.
Leute, was hast du denn gemacht? Verspannfleisch gemacht. Was ist denn mit Farbdosen? Leute, das ist ein Paintball-Gewehr. Ich hätte immer so eine. Aber wir haben keine Wahl! Findet ihn! Was ist denn mit den 1000 Brecheisen? Ja, wobei, komm. Besser als wenn ich nichts mehr hab. Tennis-Outfit. Boah, nee. So, kommen wir hier raus? Nee. Aber da kommen wir raus, oder? Ja, mehr oder weniger scheinbar. Oh, was haben wir denn hier? Camper-Unfall auf der Los Perdidos Bridge. Ich sehe einen Überlebenden. Sieh mal nach. So, also mit Blick auf die Uhr machen wir einen Cut oder machen wir noch weiter? nee, wir können hier einen Cut machen. Gibt besseres. Ja, ich hab mir gerade eine Brille angezogen. Ja, ich auch. Ja, sieht man doch bei dir, oder? Ja, sehe ich auch so. Geil, Hell's Horse bin ich jetzt. Alter. Alter, sieht das badass aus, weißt du, so schön mit der Boxershorts mit dem Schraubenschlüssel vorne drauf. Ja, sicher. War nice. Geil, ey. Liebe Leute, wir danken fürs Zuschauen. Morgen 21 Uhr, nächste Folge von Dead Rising 3. Da müssen wir mal gucken, was da auf der Brücke so abgeht. Oh ja, und, vielen Dank. Bis moin. Tschüss. Ciao.